Weiter geht's, liebe Freunde, bei Let's Play Banished. Und wir machen mal wieder eine langsame. Und jetzt haben wir 5, haben wir jetzt gehabt. Aber ich habe eigentlich, ja, es muss hier ziemlich viel wachsen. Ich würde sagen, wir machen einfach jetzt nochmal eine 10er-Folge, wo es einfach mal wirklich ein bisschen um Vorankommen geht. Es ist jetzt auch Frühjahr, es wächst jetzt alles. Also so viel passiert jetzt eigentlich gerade auch nicht. Oh, doch, da passiert einiges. Da passiert schon ein bisschen was. Ist ja, doch. Ist da jetzt, 2 sind da jetzt drin. Die fällen, okay. Hier, die haben 3. Ja, jetzt wird's so langsam. Also wir kriegen unsere Förster jetzt langsam auch voll. Und wir sehen gerade, 51 Leute beherbergt, also 51 Erwachsene beherbergt unsere Siedlung. Und dazu noch 31 Kinder bzw. Studenten, was auch nicht schlecht ist, möchte ich doch mal so anmerken. Damit haben wir natürlich jetzt so einen kleinen Stand, wo man sagen kann, ja, die Zukunft liegt in den Kindern. Ja, also da haben wir auch ein paar jetzt. Und da werden jetzt auch immer mehr, ihr seht schon hier, die kommen jetzt alle so langsam nach und tauschen auch hier ein bisschen die alten Stellen, die frei geworden sind, ja, werden dann auch wieder mal auf die Jungen verteilt. Ist doch in Ordnung. Wobei, man muss dazu sagen, wir haben ja keine Rentner in der Siedlung, ne? Also, die Leute arbeiten und wenn sie nicht mehr arbeiten, dann, na, ihr wisst. Na, ich zeig's euch nochmal. Das ist das Arbeitsende, ja, hier. Also, da gibt's kein Pardon in unserer Siedlung. So, jetzt hier ist ein bisschen Feuerholz. Wir haben so wenig Feuerholz, das ist eigentlich immer gleich weg, sobald es produziert wurde. Aber dafür Holz jetzt mittlerweile echt schon mal gar nicht so wenig, möchte ich sagen. Aber ist auch wichtig, ne? Wir haben jetzt Sommer und ja, feuerholzmäßig schaut es eigentlich gar nicht so toll aus. Selbst das Steinhaus. Oh Mann, ey. Ja, mehr Förster, sage ich da. Mehr Förster braucht das Land. Und dann hauen wir gleich wieder 2 drauf. Was? Typhus! Warum hast du Typhus? Lauf zum Arzt. Wieso hast du Typhus? Steck mir bloß niemanden an. Du sollst zum Arzt gehen und nicht hier irgendwo an irgendwelchen Hauswand. Sag mal. Der hat pinkelt doch gerade hier in die Hauswand. Seht ihr das? Da, schau hin, ich sehe es genau. Das ist doch nicht die Bude vom Doc. Bevor du hier noch irgendjemand ansteckst. Ey, das wäre es jetzt, ja. Jetzt haben wir es gerade so geschafft, dass die Bevölkerung wächst und jetzt werden sie alle durch Typhus dahin gerafft. Was macht denn der da? Pennt der da? Soll zum Arzt gehen? Oder stirbt der jetzt so langsam? Hier an der Hauswand. Nö, steht er nur so rum. Schwächeanfall vielleicht. Ja, okay. Da ist noch einer! Ah! Was ist denn hier los? Oh, verdammt. Hospital. Hospital. Shit. Oh Mann. Ja, das ist jetzt eine mittlere Katastrophe, die hier gerade passiert. Wir haben eine Seuche. Ohne Kuh. Oh nein, bitte jetzt sag mir, nein. Ah, Mann, das reicht die Kohle nicht, um die blöde zweite Kuh zu kaufen. Okay. Bisschen stressy, ja, aber okay. Ja, und jetzt geht's so langsam rund hier. Jetzt muss ich meine Farmer wieder abziehen, weil sonst reicht's nicht. Okay, also, was brauchen wir? Wir haben Codes und Iron Tools. Das heißt, wir können sagen, Codes sind eh noch nicht komplett drin. Aber Iron Tools, da können wir 40 einlagern.
Haben wir schon mehr davon. Okay. Dann, wir haben keinen Taylor. Da müssen wir unbedingt wieder einen einstellen, der hier wieder neu rumschneidert. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles in die Binsen geht. Die sind ja alle krank. Schaut euch das mal an. Visiting, ja, die versuchen alle zum Dock zu laufen. Können sie aber nicht, weil wir noch keinen haben. Der wird hier erst gebaut. Oh, das ist ja Katastrophe. Das ist echt eine Katastrophe, Freunde. Und wir haben ja auch so gut wie kein Holz, ne? Es ist ja... oh Mann. Typhus, ey. Was für eine Katastrophe. Was für eine riesen Katastrophe ist das. Bin gerade schon... also gerade eben bin ich schon ein bisschen selber schockiert, dass es jetzt so schnell plötzlich... ja, und hier... rafft es sie dahin. Schaut es am Friedhof aus. 3... ja, das ist jetzt natürlich ein richtiger Bevölkerungsknick im schlimmsten Falle. Wir müssen mehr Holz besorgen. Einfach um das Ganze hier auszugleichen. Und auch das Baumaterial möglichst schnell und zügig hier ranzuschaffen. Damit das hier auch gebaut werden kann, und ich sehe gerade, das nächste Problem wird sein, dass wir auch Stein benötigen werden für dieses Projekt. Und da haben wir hinten einiges, aber halt, ja, man muss das immer im Verhältnis sehen. Es ist schon was da, aber es wird natürlich jetzt ein harter Winter. Und unser Hausprojekt wird auch hier doch, ja, der wird fleißig gebaut. Es ist eigentlich auch schon gut was geschafft hier. Wir können ja auch mal ein bisschen unsere Bilder erhöhen, damit da vielleicht mal zügig was vorangeht. Denn wir brauchen dringend dieses Hospital. Das muss fertig werden. Und es muss schnell fertig werden. Die Anzahl der Typhusinfektionen ist schon besser geworden. Wir haben jetzt nur noch 6 Stück im Dorf. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt abnimmt, weil eben einige draufgegangen sind. Ich befürchte aber fast das nicht. Auf jeden Fall, dieses Hospital werden wir dringend brauchen. Wenn das jetzt schon mal so eine Krankheit ist, wer weiß, was da noch alles kommt. Und wenn die Pest kommt, ja, oder sowas Vergleichbares, dann möchte ich unbedingt ein Krankenhaus haben, um das irgendwie kontrollieren zu können. Mittlerweile nur noch eine Infektion. An Typhus. Ja, das ist natürlich jetzt eine mittlere Katastrophe, möchte ich fast sagen. Aber ja. Es hält sich noch in Grenzen. Ich hoffe, da gibt es keinen neuen Ausbruch. Ist relativ gut an uns vorbeigegangen eigentlich, möchte ich fast sagen. So, hier wird wieder Holz rangeschafft und ja, 34 eingelagert. Ich bin ja mal gespannt, was hier passiert. Wie ihr seht schon, wir bauen auch langsam hier diese Foresters Lodge, bauen wir langsam zu. Fast schon, ich würde sagen, ja, so ein gutes Viertel von dem Radius ist schon verbaut. Vielleicht sogar schon ein Drittel, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auch hier wieder Häuser, leerstehend. Da ist noch keiner eingezogen, hat sich noch keiner berufen gefühlt, hier sich doch... ach doch, gleich 2. Der Jäger mit seiner Tochter. Naja. Schön. Was haben wir hier noch? Auch wieder ein Jäger mit seiner Tochter. Jäger, Tochter. Herbalist, Tochter. Wo sind denn die ganzen Mütter hin? Das gibt's doch gar nicht. Naja, ist ja verrückt.
Ja, bei uns in der Siedlung gibt es sie so, die heile Familie, jetzt nicht so ganz, möchte ich fast sagen. Ja, also, man sieht, das sind alles alleinerziehende Väter. Schon verrückt. So, 2 von 8. Gucken wir mal. Wir haben jetzt auch echt ein bisschen Holz eingelagert, aber ich mache mir doch schon ein bisschen Sorgen um die... Ja, um die Steinvorräte und auch die Eisenvorräte. Wobei, jetzt mit dem Holz kann ich eigentlich ganz gut leben, so. Das ist okay. Wir kriegen jetzt auch ein bisschen Brennstoff wieder nach. Fast 100 Holz eingelagert, ist ja verrückt. Wie schaut es denn auf dem Markt aus? Der Markt ist eigentlich ganz gut gefüllt. Wir haben jetzt auch den einen Schneider wieder. Der produziert wieder Ware für hoffentlich bald unsere... Handelsambitionen. Schauen wir mal. Der hat noch genug Leder. Wolle wäre natürlich mega mäßig. Da müssen wir mal gucken, ob wir denn Wolle hier irgendwie ranbringen. Schauen wir mal. So, ich wollte doch jetzt mal ein bisschen Gas geben, bevor diese Seuche ausgebrochen ist. Schaut's denn hier aus? Schauen wir mal so ein Bauprojekt im Schnelldurchlauf an. Weil Schnelldurchlauf relativ ist. Jetzt können wir wieder ein paar Leute zu den Forester Lodges geben. Woodcutter haben wir, Herbalist passt noch. Hunter können wir mal einen mehr dazu geben. Fischer könnten wir eigentlich auch mal 2 mehr brauchen. Wir haben 16 Fischerplätze hier. Ich glaube, so viel Fisch ist hier auch nie da. Ja doch, 150 liegen jetzt hier rum. Müssen wir mal gucken. Müssen wir im Auge behalten. Ja, und jetzt kommen ständig wieder neue nach. Also wir haben so einen richtigen Nachschub an frischen Arbeitskräften. Das kann von mir aus gerne so bleiben. Ja, und hier die Felder. Hier wachsen Kartoffeln fleißig vor sich hin. Und hier haben wir auch ein bisschen, ja, Paprika. Pfefferpaprika. So. So, jetzt ist hier wieder ein bisschen wenig los. Nehmen wir da mal wieder 2 Fische raus. Geht ja. Ein bisschen Arbeitskraft in Rückhand ist nie verkehrt. Was ist denn jetzt schon wieder? Firewood, okay, und Firewood. Wer hätte das gedacht? Ist doch genug da. Habt euch mal nicht so. Im Markt wieder gar nichts. Nee, okay. Jetzt bin ich mir echt gespannt, was passiert, wenn das hier mal langsam hier anfängt. Jetzt geht es bald wieder auf den Herbst zu und ich hoffe, es wird vorher hier noch angefangen zu bauen. Wäre zumindest schön. Schaut es mit den Foresters hier aus? Könnte man langsam? Ah, fehlt nicht mehr viel. 2 Bäumchen angeblich, beziehungsweise dieser Haufen und diese eine Tanne noch. Die wird auch gerade gefällt. Schön. Hätte jetzt auch gleich mitnehmen können. Aber okay, wir brauchen ja auch hier wieder 52 Holz. Da geht einiges für drauf, muss man sagen. Da jemand? Ne, leider nicht. Das sind die Farmer, die hier ihrem Tagwerk nachgehen. Und ich würde sagen, das Haus kann jetzt hier angefangen werden zu bauen, wenn denn die Bilder kommen. Und die schleppen... Oh, da wird kräftig Rohstoff rangebracht. 8 von 52. Ja, okay. Das dauert wohl noch ein bisschen. Und auch dieses Feld ist bereits abgeerntet. Dann gibt es hier als nächstes Kartoffeln. Und hier als nächstes Bohnen. Ja, und unsere Nahrung pendelt immer so um die 5000. Finde ich völlig in Ordnung. Ist, denke ich mal, absolut okay. So in einem Rahmen, wo ich sage, okay, das passt schon. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier in diesem Marktplatz drin? Ja, hier ist von allem so ein bisschen was drin. Gut, klar, die Jahresernte hauptsächlich. Hier ein paar Herbs noch. Ist okay.
Also ich bin immer noch begeistert, dass wir den Typhus so glimpflich weggesteckt haben. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich zugeben. Ah, wir machen aus Berries wieder Ale und 15 Stück ist da. Kauft eigentlich uns Ale kein Mensch ab, ne? Nee. Ist hier... Was hast du denn anzubieten? Fisch brauchen wir nicht, Chicken brauchen wir nicht. Ach, brauchen wir wieder alles nicht. Ich verstehe es nicht. Na gut, hier wird wieder gefällt. Oh, jetzt können wir mal ein paar Förster noch nachgeben. Dann, wo fehlt es als nächstes? Machen wir die gleich voll. Und einen Sammler mehr, dann haben wir wieder echt viel an Personal untergebracht. Und jetzt, wo wir die Förstereien auch mal ein bisschen aufgepumpt haben, geht hier auch ein bisschen was. Gut, wir haben noch viele Fellaufträge gemacht, die eben jetzt erst durchgeführt werden. Und 286 Mal Holz haben wir mittlerweile bis jetzt schon eingelagert und es ist nicht gerade wenig. Es wird sogar im Gegenteil, es wird sogar noch viel, viel mehr. Das bedeutet, jetzt können unsere ganzen Woodcutter mal ordentlich ranklotzen und hier mal die ganzen Bestände wieder auffüllen. Ich sehe hier nämlich echt immer wenig Firewood rumliegen. Ich glaube, das wird auch was. Das kriegen wir schon hin. Okay, dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und freue mich einfach mit euch zusammen auf die nächste Folge von Let's Play Banished. Habt viel Spaß, lasst euch nicht ärgern und vor allen Dingen habt einfach eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Bis dahin, euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao!